So, wo war dieses 45 Dings da, ne? Das wolltest du, ne? Genau. Meinst du? Ja. Muss drehen. Ja, nee, so eben. Ja, so, Quatsch. genau, ja. Natürlich nicht. Weil du gerade den Modus angewählt hast, dass du die Ecke wählst, ne? Wenn du den Modus wechseln willst, musst du immer etwas angucken, so, und jetzt E drücken. Du musst das Objekt sehen, sonst switchst du bei E nicht durch. Das ist genauso wie das Ranscrollen und Drehen. Entweder wenn du wegguckst, dann scrollst du ran und raus. Und wenn du das Objekt siehst, dann drehst du es mit Mausrad, ne? Check ich nicht so ganz. Weil jetzt geht's ja nicht. Ja. Genau, jetzt hast du unten 3. Das ist diese Ecke. Nochmal. Jetzt hast du unten 4. Okay. Genau, und jetzt Dann brauchst du drücken eine wir andere wieder gedrückt. Aber das natürlich. ist rot. Tatsächlich. Aber mal gucken, bau erstmal weiter. Jetzt hast du natürlich wieder den falschen ausgewählt. Wieso? Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Nee, ich meine die falsche Ecke. Guck, mach einfach so. Auf Auto und dann wähl immer die untere Mitte an. Dann sollte es eigentlich immer passen. Jetzt müsste es jetzt zusammenkrachen, ne? Nee. Aber das ist rot. Aber der da nicht. Der ist nicht rot. Und das heißt also, der wird von dem gehalten. Achso. Ne, die sind ja gelb. Das meine ich. Bau erstmal und dann sieht man, was einkracht. Aber es ist gut möglich, dass du recht hast, dass gleich was einkracht, ja. Das wird alles gleich einkrachen. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, das hält sich gegenseitig. Jetzt geht's aber hier noch in der Mitte. Nur diese Zacken hast du dann zwar, aber was soll's. Das macht nichts. Da Weil siehst du, die die sind sind. grün, Nein, die ja. sind gelb. Also es kann aber auch sein, dass sie sich gleich neu ausrechnen, wie ich meine. Dem ist nicht immer sofort zu trauen. Der ist falsch. Sehr gut. Ja, und schon hast du ein Dach. Jetzt kann es auch regnen und nichts bei dir wird morsch. Ja, doch, die Treppe vorne, die ist nicht überdacht. Ist das rot? Warum ist auf einmal alles rot? Weil das Metall ist. Du hast Metall an Holz gebaut. Metall, Stein, Holz ist die Reihenfolge. Und wenn du dieses Metall stabilisieren willst, musst du auch das mit dem Boden verbinden. Wir haben jetzt nur das Holz mit dem Boden verbunden. Das ist aber gar kein Problem, das kann man auch einfach machen. Du kannst nämlich die Stützen, die du hier gebaut hast, einfach mit Eisen füllen. Mach mal. Sieht das hässlich aus? Nee, man sieht das kaum. Also, wir gehen hier unten. Obwohl, warte, ich mach das mal von innen. Ja. Ich reiße hier nochmal kurz den Boden auf. So und so. Und dann siehst du hier, zack, da sieht man es da drin. Siehst du, wie er sich dreht? So. Jetzt warten wir kurz. Und der ist grün. Okay. Oh, der ist eingekracht. Das gleiche machen wir hier nochmal. Gut möglich, dass das aber durch die Stabilisierung jetzt anders ist. Wir können auch hier theoretisch welche reinmachen. So. Ja, machen. Das habe ich bei mir nämlich auch gemacht. Und da sieht man es ein bisschen, ne? Aber dafür ist es jetzt deutlich stabiler. Das hätten wir uns sparen können, weil hier ist ja schon Metall. Aber ja, und da habe ich schon reingebaut, ne? So. Und so. Ja, und theoretisch das gleich auf der anderen Seite auch nochmal. Ja. Dann wird es, glaube ich, auch nicht mehr so. So. Na komm, ja, dann muss ich den nehmen und hier anbappen. So, dann nehmen wir wieder Auto und hier rein.
Nacht. Können wir theoretisch überspringen. Ich sammle das hier mal auf, dann blinkt das nicht die ganze Zeit so. Und übrigens, wenn du Shift und Mausrad-Klick machst, wählst du das aus, was du gerade hast. Ich verstehe. Sogar mit der Drehung, die du gerade hast. Auch sehr praktisch. Kannst du gucken, ob sich die Farbe vom Dach jetzt verändert hat? Ja. Das ist immer noch orange. Ja, hat sich verändert. Und der sollte jetzt auch halten. Achso, ja, du kannst auch R drücken. Wieso? Weil ich habe den Hammer wieder weggesteckt. Achso. Okay. Gut, weil dann möchte ich noch mehr von diesem Eisen. Mhm. Ja, sehr gut. Und dann will ich wieder E. Und sogar noch ein. Ja, und dann in die Ecke. Genau, perfekt. Es ragt das allerdings natürlich hier ein bisschen raus, ne? Aber kannst du gleich vielleicht auch noch mal verschönern. Und das sollte jetzt eigentlich auch halten. Und richtig viel Stabilität bringen, auch weil es Metall ist. Ja, so geht's auch. Ich weiß nicht, ob die symmetrisch sind, sie aber, ne? Scheint so. Ich glaube auch, ja. Von außen wird es wahrscheinlich voll hässlich sein, das ist mir schon bewusst. Vor allem geht es ja genau darum eigentlich. Dass es von außen hübsch ist? Ja, weil die... Weil das ist das Einzige, was du sehen willst? Ja, das ist ja das Einzige, was man sieht nachher. Das kann schon sein. So. So, wo gibt es denn die Türen nochmal? Also es gibt eine Eisentür mit Gittern oder es gibt die, das ist so eine Klapptür, das sind die normalen Türen. Das ist so ein Tor. Und das ist das Hübscheste sozusagen. Das kann ich einfach egal wohin stellen oder was ist denn damit los? Ja. Also das ist natürlich in das Metall gebaut, ne? Mhm. Wenn du jetzt die Tür aufmachst, dann ist da natürlich Stahl im Weg. Macht das was, wenn ich danach noch da dran eins batsche? Erweitert es sich? Nee, erweitert sich nicht. Dann kann ich es ja gar nicht in der Mitte bauen. Das stimmt. Du hast es jetzt ungerade gekachelt. Gut, gucken wir, was es noch für Türen gibt. Aber es gibt auch die hier. Die ist eigentlich auch nicht schlecht. Entschuldigung. Hä? Achso. Okay. Ergänzt sich auch sehr mit Gitter, finde ich. Okay. Dann machen wir jetzt noch Folgendes. Aber sehr süß. Mega, ne? Okay, jetzt mal kurz überlegen. Achso, scheiße, da fehlt ja noch was. No. Dafür gibt es übrigens, drück nochmal Rechtsklick, da gibt es diese hier, die sozusagen genau dafür sind, dass du die da dran bappen kannst. Oder ich glaube, wenn du dir da einfach immer antagest, geht's auch. Nicht. Okay. Wahrscheinlich in die Ecke unten. Da rein. Targeten. Also gegen den, aber dahin. Ja, so. Perfekt. Ja. Ja, das geht doch. Ist es weg? Nee, muss es drehen. Nee, so nicht. So, ja.
Mhm. Ja, und da kannst du dann perfekt passend halt wieder so einen reinmachen, ne? Die sind genau dafür gemacht. Mhm. Ich hab gar nicht mehr gesehen, wo der Kreuzdings ist. So, sehr gut. Ich hab eine geile Idee. Obwohl, will ich das? Doch, ja. Ja. Und du siehst übrigens, dass die Holzteile jetzt sogar blau sind. Ja, weil sie jetzt den Boden berühren. Nee, tatsächlich nicht, aber weil sie Eisen berühren, so, das sehr grün ist, das noch grün ist. Ich verstehe. Wenn das Eisen irgendwann gelb wird, dann ist es auch nicht mehr, aber es ist sozusagen jetzt so stabil, dass es wie eine Foundation ist. Das ist der Trick auch bei Eisen, deswegen ist Eisen so OP. The fuck? Ja, da dran, ne? Oder wie meinst du? Ja. Noch ein Stück drehen? Einen noch drehen? Nee, andersrum. So. Echt so? Ja. So, oder was? Ja. Und dann okay, drehen. Ich check's noch nicht. Andersrum. Ach so. Noch rein. Noch einen drehen. Andersrum, 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 andersrum. Okay. Kein Plan, ey. Achso, jetzt verstehe ich. So. So, genau. So ist es jetzt dran? Hä? Ist der immer noch falsch gedreht? Ich check's nicht. So, warte mal kurz. Wir machen so und E. Nochmal? Ja, so. Ist richtig, ne? Ich glaube, ja. Okay, gut. Nee, ist nicht. Ist nicht richtig. Wieso? Was ist schief? Was ist denn schief? Ja, siehst du das nicht? Stimmt. Kriegst du das kurz hin? Ja, also erstmal will ich sowieso, du hast eben gerade versucht zu drehen und deswegen bist du so rausgescrollt. Mach mal so, dann mach außerdem mal Fliegen aus, weil das geht gerade nur auf den Sack. Das weg. Und dann... Nee, das ist da falsch rum. Ja, das, jetzt hast du das gerade auch das. So. Hä? Aber das müsste der sein. Dann war der doch richtig, glaube ich. Dann sieht es einfach nur scheiße aus. Nee, das da, nein, das ist zu viel. Ja doch, sieht aber richtig aus. Nee, das ist doch falsch. Ich verstehe es nicht. Warte mal kurz. Ich versuche mal kurz. Ja, nee, aber er nimmt keinen anderen Anbaupunkt. Da muss das der sein. Gut, ja, dann... Sieht halt scheiße aus, ist okay. Findest du, sieht scheiße aus? Nee, aber du. Und der Sound ist ausgegangen. Die Melodie kaputt gespielt. Ja, weil der Ton bei Valheim, den habe ich so leise eingestellt für die Aufnahme. Ja. Dass deswegen der Sound denkt, da kommt keiner mehr und geht auf Energiesparmodus. Ach so. Oh, okay. Das ist aber hässlich. Ist das hier gut? Ja, hier? Nee. Naja, geht so, ne? Aber ist okay. Ist okay. Muss ja jetzt auch nicht perfekt sein. Flugmodus aus. Sonst kannst du nicht richtig unten drunter gucken. Alter, das ist viel. Ja, ne? Das ist schon ein bisschen nervig.
Halt, warte, warte. Genau, speichert. Mhm. Hier sieht's auch kacke aus, von daher. Gut. Dann sieht's immerhin konsistent kacke aus. Genau so ist es. Nee, das passt nicht. Nee. Und damit auch nicht? Ja, aber das ist auch beschissen hochzugehen. Außerdem würde das Leiter auf Leiter treffen. Du kannst auch noch eine Plattform hier machen. Ja, ja, das habe ich auch gerade überlegt. Und was machst du dann, wenn das mit der Musik so ist? Ja, theoretisch mache ich Sound aus und wieder an. Keine Ahnung, warum der diese Anknüpfpunkte so seltsam wählt. Warte, komm fix. Du kannst mich weiterzocken, falls du was siehst. Nee, leider nicht. Dass jetzt die Audiodatei weg ist. Hm? Ah, okay, gut. Mach da dran. Wow. Okay. Dann kannst du nämlich besser abschätzen, wie weit das auch in den Raum ragt. Oh, das ragt ja ziemlich in den Raum rein. Na gut. Gibt es eigentlich auch Pflanzen? Nee, leider nicht. Nein, echt jetzt? Ja. Es gibt Weinreben, aber die sind rot. Die haben so ein rotes... Wie sehen die aus, zeig mal? Also kann ich nicht zeigen. Achso, man kann gar nichts machen. Also ich, du könntest sie hier sowieso nicht anbauen, weil hier keine Erde ist. Sondern wir sind hier gerade auf einem Stein. Also hier kann man kann tricksen. Es gibt so eine Trophäe, eine Grauzwergen-Trophäe von der Elite. Die hat oben so eine Blume auf dem Kopf. Und in der Trophäe, wenn du die Trophäe von der kriegst, ist da auch eine Blume drauf. Mhm. Und wenn du dann ganz viele Trophäen so ineinander machst, dann sieht es aus, als ob du so einen Blumenstrauß hast. Okay. Aber das sieht so lala aus, hätte ich gesagt. Das kannst du, glaube ich, nicht bauen, wenn nicht ein Kessel in der Nähe ist. Du kannst aber einen Kessel bauen, das Ding bauen und dann wieder abreißen. Der Kessel ist da. Okay. Also du siehst immer das Objekt und das sind alle Verbesserungen dafür. Dann hier das Objekt, das sind die Verbesserungen dafür. Ne? Okay, okay. Irgendwo war doch ein großer Ofen. Der. Ah ja, der da? Okay. Den kannst du einfach so bauen. Aber ich glaube, der muss auf Boden gebaut werden, beziehungsweise auf Stein, weil er selber aus Stein ist. Ich glaube, wenn du den baust, kracht er ein. Nö. Ah doch, kracht er. Yeah. Aber du kannst einfach Steinblöcke unten drunter setzen. Dann hält er. Ne, ist okay, dann mache ich ein Lagerfeuer. Wenn der so doof Lagerfeuer ist. Musst du auch auf Steinblöcke setzen. Ja. Du, also alles, was so befestigt ist, und bestimmte Crafting-Stationen oder so ein Kohlemeiler, eine Windmühle, das musst du auf echtem Boden setzen. Okay, was ist das denn? Achso, das ist immer noch die Treppe. Gut. Okay, das heißt also, für Feuerstelle muss ich jetzt... Erstmal mit Stein bauen, genau. Schwerer Bau. Aber gibt es denn Sofas? Nee. Ach so. Das ist ein wichtiger Game. Was ist das? Das sind Teppiche. Die habe ich bei mir im Wohnzimmer zum Beispiel. Im Schlafzimmer überall. Mhm. Habe ich sozusagen Parkett gemacht. Oh, der Hammer ist kaputt, aber du kannst einfach hier drauf drücken, weil wir im Bildmodus sind. Zack, und dann ist er repariert. Okay. Gut, dann muss ich nur noch... Muss ich natürlich wieder auswählen. Nee, er ist komplett abgewählt, weil er kaputt gegangen ist. Ich verstehe. R ist eigentlich, dass du ihn auf den Rücken packst, beziehungsweise den Hammer packst du an die Seite. Was ist das? Das könnte ich... Ja, sieht übrigens vergammelt aus. Ja. Und das ist Stroh, das haben sie auch neu hinzugefügt.
Aha. Das finde ich ganz cute. Das ist ja dumm gemacht mit der Treppe. Aber sieht geil aus, aber... Du kannst es auch drehen, dann sieht es nicht so gleich aus. Immer ein bisschen drehen und dann... Na, dann siehst du, die haben immer das gleiche Muster hier oben zum Beispiel. Ja, ich verstehe. Hast recht. Du stehst drin. Da willst du ja gar kein Betteln machen. Ich dachte, da kommt das Bett hin. Doch, doch. Da kommt eins hin. Dann solltest du das zuerst machen. Das ist nämlich sehr groß. Jetzt baust du es auf den Stroh und damit ist es ein bisschen in der Luft. Mach mal Mausrad-Klick. So, dann hast du das weggemacht und dann setzt es auf den Boden. Nee, doch nicht, setzt es auf den. Weil es ist doch so leicht erhoben, aber ich glaube, das geht. Ich glaube, das sieht man gar nicht. Nee, ist falsch rum. Ja, genau so. Süß. Ja, man kann auf Truhen nichts bauen. Hm. Süß. Ja, echt süß. Hat man sowas wie ein Bild? Man hat Banner. In verschiedenen Farben. Und sowas hier, sowas und das. Das war's. Und dann Weihnachtssachen zum Aufhängen, aber... Rot, weiß... Orange. Ah, scheiße. Kannst du das reparieren? Der hier ist mal weg, ne? Ja, der hat sich schon selber abgerissen, weil er in der Luft geschwebt hat. Du hast ja das Banner hier schon in die Mitte platziert. So, ne? Mhm. Dann würde ich nämlich das Bett eher verrutschen und das in die korrekte Mitte packen. So, und dann... So. Aber der Banner sollte hinter dem Bett sein. Also so? Ja. Gut. Perfekt. Und dann den nochmal verschieben, ne? Weil der ist jetzt ein bisschen dicht dran. Also so hin, keine Ahnung. Ja, das kannst du ja wieder machen. Ja. Mhm. Das hat jetzt ein bisschen was von Heidi, ne? Heidi, wieso? Die ist doch auf einem Stroh gedöst. Ach so. Verstehe. Wie kann ich fliegen? Y, ne? Mhm. Süß, oder? Ja. Könntest hier noch so einen Rahmen drum machen, ne? Was für einen Rahmen? Aus Balken. Also, es gibt diese Edelholzbalken, die man aufbauen. Und dann hier hast du einen langen. Der ist 4 Meter oder hier ist 2 Meter. Erstmal 2 Meter. Oh. Sieht schick aus, ne? Ja. Oh. I love it. Ich finde das wirklich, wirklich schön. Mhm. Gut. Die Treppe ist noch nicht fertig, ne? Die schwebt in der Luft. Das ist okay. Du musst ja einfach nur eine noch dran machen. Nee, nee, das passt schon so. Echt jetzt? Ja. Okay. Es gibt diese Balken auch in schräg für die Treppen zum Beispiel. Ist auch ganz geil.
Es passt schon. Okay, also Sofa gibt es nicht. Möbel. Aber es gibt doch diese Sitze, ne? Genau, es gibt diese Throne. Also aus Holz, aus Stein, aus schwarzem Marmor und aus so einem Ascheholz. Mit so Schädeln. Sieht aus wie so ein... Ach du Scheiße. Ja, von so einem Vampirfürst. Ach du Scheiße. Der ist auch aus Stein, den kannst du da nicht bauen, der auch. Okay, dann geht quasi nur der Erke, der ist doch am süßesten. Und ich glaube, ich noch Hocker oder so und normale Stühle, aber ich glaube, das ist ja nicht in deinem Interesse. Ne? Okay. Und so eine Badewanne. Die kommt da an. Ach ja, Vasen gibt es jetzt auch und so eine Sitz-, so eine Dingensbank. Das ist alles neue von den Ashlands. Die ist auch ganz geil. Perfekt. Da kann man aber nichts reinmachen oder so. Hey, du kannst dich da nicht draufstellen, was soll das denn? Ach, weil es ja eine Sitzmöglichkeit ist. Na klar. Du sollst auf den Bänken ja sitzen. Das ist ja eigentlich kein Tisch. Es gibt aber auch Tische, ne? Hier. Sind die kleiner? Das ist der kleinste Tisch. Die anderen sind alle größer. Der Runde sieht ein bisschen edler aus. Ja, aber der nimmt ein bisschen zu viel Platz. Ne, mit dem bin ich schon zufrieden. Was ist das? Einfach eine, so ein Holzstamm zum draufsitzen. Okay, okay. Hier hat man sowas ähnliches wie ein Sofa, ne? So eine Bank. Stimmt. Stimmt. Okay, ich muss irgendwo Stein machen, damit Feuer drauf ist, ne? Mhm. Ja. Die Laternen finde ich auch süß. Hä? Solltest du vielleicht drehen, wenn du sie brauchst. Okay, ich dachte, die wäre schon so. Mhm. Jetzt müssten da Blumen rein, Mann, das nervt mich. Wie gesagt, man kann das mit den Trophäen machen. Das klingt so aufwendig. Mistelzweig. Das ist nicht aufwendig. Der muss es geht. Und jetzt setzen wir uns dann hin und... Kennst du noch da der Mistelzweig? Okay. Das kann hängen. Hm. Das heißt? Das ist aber keine Feuer. Achso. Aber da ist doch Feuer. Also es ist eine Kohlenpfanne. Ich glaube aber nicht, dass sie als Feuer zählt. Also da sind gibt's auch noch diese stehenden. Stehende Feuerschale. Eine aus Metall und ich glaube eine aus Stein oder so. Ich weiß nicht genau. Was kann denn die andere? Ach so, die ist einfach mit blauem Feuer. Nee. Und das ist normales Feuer. Also normale Kohlenpfanne. Wow! Produziert Rauch, ne? Der theoretisch abziehen muss, aber in deinem Haus ist das nicht so schlimm. Okay, okay. Und das zählt nicht als Feuer. Das müsste da jetzt stehen, Unterkunft. Also ja. Gemütlichkeit. Aber du hast keine Gemütlichkeit. Du brauchst also eine richtige Feuerstelle. Also muss nicht, ne? Das ist ja auch... Ja, ja. Hier gibt es zwei Verschiedenes. Kohlepfannen brauchen übrigens Kohle, um wieder aufgefüllt zu werden. Die brauchen Harz, um wieder aufgefüllt zu werden. Die brauchen gar nichts. Oh, ist blau, ne? Hm. Eine Schwadenfackel, die ist für die Mistlands, die vertreibt Nebel. Ich verstehe.
Die ganze Zeit, das war eigentlich die Treppe so halb in der Luft schwebt. Willst du die nicht zu Ende bauen? Nee, nee, ich bin schon zufrieden damit. Echt jetzt? Ja, ja. Okay, na gut. Doch, ausgeruht. Geh mal in die Nähe vom Feuer. Doch, tatsächlich, das zählt das Feuer. Okay. Hab nichts gesagt. Okay. Okay, dann würde ich nur noch einmal kurz gucken, aber ich glaube, dann bin ich schon durch. Mhm. Es gibt hier noch so Waffenständer und so ein Shit, ne? Und Objektständer, da kannst du dann jede Art von Objekt dran machen. Mhm. So Essen hinlegen oder so. Ich habe noch eine Kiste mit Schlögerkram, weil ich einmal die komplette Küche, weil ich alles einmal gecraftet haben wollte. Das heißt, da ist noch Essen, das du haben könntest, um es da einfach auf den Tisch zu legen. Okay, show me. Ach ja, und hier hast du übrigens eine Tür gebaut, aber hier sind immer noch die Gitter. Ich wusste es. Ich mach die beiden mal weg. Mhm. Okay. Das ist doch trotzdem. Eigentlich wollte ich draußen noch einen schönen Balkon machen, aber jetzt reicht's auch langsam. Und da hinten ist eine Schnöckerkiste. Das ist alles, was ich so hab. Da so eine Suppe. Zwiebelsuppe, wie so eine Pastete, Erdbeermarmelade. Das macht jetzt gerade schon ein bisschen Hunger. Dörrfleisch, eine Möhrensuppe. Ja, das sieht aus wie so ein Wursteintopf, finde ich. Ich weiß nicht, nimm dir raus ein, zwei Sachen, was du willst. Wie nehme ich mit rechts oder links klicken? Nee, einfach anklicken und reinpacken. Echt, das willst du? Den Blutpudding? Willst du alle mitnehmen? Nee, ich will nur gucken, was besser aussieht. Achso. Kannst du mich zurückbringen? Warum geht der noch? Weil wir im Flugmodus sind. Siehst du, dein Hütchen sieht man von unten, glaube ich, gleich gar nicht. Genau, und dann kannst du hier Objektständer, das ist für an die Wand machen, aber das ist für... Ne, die kannst du dann so hinmachen. Und du musst allerdings aufpassen, du haben das nur einmal. Und wenn du jetzt hier hinguckst und 2 drückst, dann isst du's. Okay. Das heißt, du musst drauf targeten und 2 drücken. Aus wie ein Stück Scheiße. Wie so ein Haufen Döner oder so eine Kackwurst auf so ein Brettchen serviert wurde. Ich muss drauf gucken. Nee, erstmal musst du den Hammer wegpacken, R. Genau. Und jetzt drauf gucken und 3. Süß! Hackfleischsoße. Okay. Ich find's richtig süß. Okay. I love it. Da dieses Geglitzer übrigens ist, weil da hinten noch Stuff liegt. Weil du vorhin die Laterne abgerissen hast. Okay. Das, was da so glitzert. Verbrenne ich? Ja, aber du bist im Gottmodus. Ist okay. Egal. Du bist festgeglitscht, wa? Ja, jetzt. Genau, sammel das mal auf. So, dann glitzert's nicht mehr so. Ach, guck mal, das ist doch schon. Also, das sieht ja ultra sad aus. So, da hinten ist es voll leer, aber. Ist irgendwie ganz süß. Ja. Mal so raus. Aber mit diesem hochgelegenen Bett finde ich ganz cute. Und jetzt, genau, und jetzt noch einmal die Ansicht vom Bett aus. So übelst dämlich und scheiße gebaut. Aber es sieht geil aus. Ah, wenn du nicht ein Feuer in der Nähe, kannst du also nicht drin pennen. Okay, gut, aber ich kann ja drauf hocken, ne? Ja. Mit Rechtsklick kannst du hingucken, wo du willst. Genau. Und dann X. Like. Schön. Ja, da macht man doch auch gerne Urlaub. Ja. Das war's? Ja. Bist ready? Ja, ist auch sehr cute geworden.
Was ist mit dem Stroh auch? Ja, nice. Die Frage ist nur, warum liegt es da? Oh, ich tue die Maske auf. So, die hier werden jetzt übrigens, wenn es Sturm wird, Scheiße. Verwittern, aber ist ja nicht schlimm. Und, wie findest du's? Ja. Das ist so scheiße. Also, dafür, dass es dein erstes Haus ist, was du gebaut hast, hast du dich doch ganz recht gut ausgetobt. Oh, da oben liegt noch Stuff. Dann nehme ich auch mal kurz weg. Ich schwöre sogar einen Stein direkt dran. Geil. Ja, finde ich sehr gut. Und wie sieht das von unten aus? Vor allem ist es auch gerade Nacht, also sieht man vielleicht auch die Lichter, die du gebaut hast. Ist aber auch gut möglich, dass die Lichter zu weit weg sind und sie deswegen nicht mehr gerendert werden. Man sieht es da ein bisschen. Das ist einfach so gut wie gar nichts. Ja, aber hier da, Ravens, das ist aber auch gerade Nacht, ne? Hm. Ja. Aber sehr gut. Hast du auf jeden Fall auch mal deine... dich hier verewigt und dir selber eine Butz gebaut. Das stimmt. Konnten wir das auch noch mit einbauen. Das stimmt. Hervorragend. Ja. Dann vielen Dank. Sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ja. Und an die Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs dabei sein. Mhm. Gern ein Abo da lassen und ein Like und einen Kommentar, wie ihr die Bude von Ila findet. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.